Ich bin das zweite Mal hier und jedes Mal stört mich dieses Licht da oben. Kann man das irgendwann mal ausschalten, weil das blendet ein bisschen. Ansonsten erstmal recht herzlichen Dank für diesen tollen Empfang, für diese tolle Stimmung von beiden Fanlagern. Ich glaube, da freut man sich, dass Duisburg in der zweiten Liga spielt und Bochum zumindest ein Jahr lang, dass man sich zumindest diese Spiele hat. Ich muss meiner Mannschaft auf der einen Seite loben, weil wenn man sieht, wie sie aus Fehlern lernt und ab der 30., 35. Das Spiel dann komplett irgendwo dann doch versteht und dann dominiert und auch mit diesem ganz hohen Gegenpressing immer Duisburg das Leben schwer gemacht hat, wobei Duisburg immer für Konter sehr gefährlich war, dann ist das ein Lob wert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass einfach Duisburg in der ersten, ja gut, mit der ersten Aktion war das, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, sofort ein super Tor macht und dann das Duisburg wirklich gut gemacht hat, sich auf uns eingestellt hat und uns das Leben schwer gemacht hat. Wir hatten einen anderen Plan gehabt, die ersten 30 Minuten, dann haben wir den übers Board geworfen und dann haben irgendwann mal was anderes geplant, sind in der Halbzeitpause gekommen und dann, ich glaube, klar, tat uns das Tor natürlich auch gut, aber ich glaube, dann hatten wir eine Phase gehabt, wo wir wirklich ziemlich viele Torchancen uns herausgespielt hatten und auch im Gegenzug Duisburg zu wenig Torchancen zugelassen hat. Deswegen, aber nichtsdestotrotz, es ist kein Alibi. Ich sage das sehr ungern als Trainer, aber man sieht halt eben, dass ich und die Mannschaft uns von Tag zu Tag einfach verbessern und dass wir halt eben Zeit brauchen und wir diskutieren jeden Tag. Das heißt nicht, dass wir bis zum 34. Spieltag Zeit brauchen, aber zumindest ein paar Tage. Und ich glaube, dass wir dann halt eben, wenn wir irgendwann mal unsere Formation gefunden haben, dann sehr, sehr, sehr besser auftreten können über 90 Minuten und nicht nur über 60 oder 55 Minuten. Ich denke, dann zum Ende hin muss man beiden Mannschaften ein Kompliment machen. Das macht Spaß, glaube ich, als Zuschauer. Ich glaube, Duisburg wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Bochum wollte das Spiel gewinnen. Dementsprechend hatten beide Mannschaften Chancen gehabt. Aber ja, wir müssen mit dem Punkt leben. Und für mich ist viel wichtiger, halt eben, dass die Jungs halt eben gesehen haben, dass das, was wir machen, schon Hand und Fuß hat und dass wir schon um was dabei denken. Aber da müssen einige Spieler halt eben nochmal eine Schippe draufpacken. Da sage ich ganz klar, sonst wird es schwer, 3 Punkte zu holen. Ja? Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute. Vielen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen. Man sieht auch, dass wir 2 Möglichkeiten haben, wir uns wieder beide in die zweite Liga uns zu treffen. Einmal, wir sind aufgestiegen, das ist Möglichkeit da. Oder du unterschreibst bei Bochum, ein guter Verein, und sehen wir uns ein paar Wochen später. Freut mich auch, dich zu sehen, hier zu begrüßen. Das Licht stört mich nicht, erinnert mich ein bisschen an Sonne. Wir stehen gerne auf der Sonnenseite und dementsprechend ist auch in Ordnung. Freue mich, dass so viele Besucher hier sind. Dritte Liga haben wir deutlich weniger gehabt. Aber jetzt zum Spiel zu kommen, ich denke auch Kompliment auch an meine Mannschaft, an uns. Wir haben auch das Wort Derby heute auch gelebt. Wir haben auch sehr leidenschaftlich gespielt, richtig gut angefangen mit der ersten Möglichkeit, Tor gemacht. Dann haben wir auch genug Möglichkeiten, auch durch gute Kombispiel, zweite Tor zu machen. Und klar, am Ende hat man gesehen, was für Mannschaft hat auch Bochum. Auch wenn Ismail ein paar Tage nur Trainer dort ist, man sieht auch, die haben auch enorm Qualität, haben die zweite Halbzeit direkt wieder auf 4-3-3 umgestellt, dein Lieblingssystem. Und ich denke auch, dass es auch zweite Halbzeit oder phasenweise war Bochum auch gut, dominant. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir auch dominiert haben und dementsprechend Unentschieden geht in Ordnung. Wir können auch mit Unentschieden leben. Was mir auch natürlich richtig zufrieden macht, ist glücklich nicht, weil bei Sieg hätte ich auch richtig glücklich heute ausgesehen. Aber bin ich zufrieden, weil wir auch gezeigt haben, nach der guten Leistung in Dresden, dass wir auch in der Lage sind, hier von heimischer Kulisse wieder gute Fußball zu spielen. Und denke ich, dass wir auch spielerisch, was wir jetzt gezeigt haben, deutlich besser sind als letztes Jahr. Und ich sehe aus Entwicklung. Wir haben auch mit 4 Neuzugängen heute gespielt. Lukas Frohlich hat uns gefällt und dementsprechend Kompliment auch an alle Neuzugänge, aber natürlich an alle Spieler, wo auch das gemacht haben, dass die auch sich schnell integriert. Das ist auch Kompliment an ganze komplette Mannschaft und zeigt, dass wir ein richtig gutes Kollektiv haben. Schöne Wochenende und bis nächstes Mal. Ich glaube, unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis, aber wenn man 1-0 führt und ein gutes Spiel macht gegen die offensiv starken Bochumer, ist natürlich dann unglücklich, wenn man aus der Halbzeit kommt und direkt den Ausgleich bekommt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir so weiterspielen, werden die nötigen Punkte auch kommen. Ich denke, wir haben eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, sind dann auch verdient in Führung gegangen. Zweite Halbzeit sind wir dann ein bisschen kalt erwischt worden.
konnten dann nicht mehr so das Tempo gehen von der ersten Halbzeit. Aber ich denke, ja, man hat gesehen, dass wir absolut mithalten können in der Liga. Zwei ordentliche Spiele gemacht, Dresden und Bochum. Und ja, dann nehmen wir auch den Punkt mit. Jetzt so kurz nach dem Spiel weiß ich noch nicht, ob ich mich ärgern soll oder freuen soll. Ich glaube, wir müssen das Spiel einfach mal analysieren und danach sind wir schlau. Aber ich glaube, wie schon gesagt, wenn man das Tor direkt nach der Halbzeit kriegt, ist es natürlich sehr, sehr unglücklich. Und darum ist es ein bisschen schade. Ich denke, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann war es schon traurig, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Zweite Halbzeit hat Bochum ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, ein bisschen mehr gedrückt. Und zum Schluss haben wir es nochmal versucht. Aber ich denke, manchmal ist nicht mehr drin. Heute war der Punkt nur drin und dann nehmen wir den noch mit. Natürlich immer schön, wenn viele Zuschauer kommen. Ich hoffe, dass natürlich in den nächsten Spielen genauso viele kommen werden. Und es ist natürlich immer schöner, vor so einer Kulisse zu spielen, als vor weniger Zuschauern, sage ich jetzt mal. Und von daher haben die uns natürlich sehr, sehr gut unterstützt. Und ich denke, die haben auch ein ganz gutes Spiel gesehen. Natürlich, es war Derby-Stimmung, war geil, auf dem Platz zu stehen. Jeder Zweikampf wurde gefeiert, bejubelt. Und das ist einfach geil. Dafür spielen wir Fußball.